Warner Brothers Games. Kadokawa Games. Grasshopper Manufacture. Powered by Unreal Technology. Autodesk Gameware Scaleform. Welcome to my bedroom. Don't think that me letting you in here is an invitation for any funny stuff. I mean, not that I have a problem with funny stuff. Especially not if you really like the person. But that isn't what I wanted to talk about. Today is, as they say in Spain, my cumpleaños. That's right, my birthday. I'm 18 today. These are my girls on the San Romero cheer squad. We've gone to the Nationals 3 years in a row. But we haven't won yet. Ugh. To keep my energy up, I eat lollipops. I know what you're thinking. I'm getting so fat, but they're so yum. This is my family. My older sister, Cordelia, won a gold medal in riflery last year. And she has a lot of secret meetings with guys I think are college scouts. My little sister, Rosalind, just got her license, which makes me kind of think the DMV are idiots. My girlfriends say my dad is a total dilf. But try as they might, they could never come between him and my mom. She is so cool. It's because of her, my sisters and I all wear our vaginas proudly. God, she and my dad love each other so much. Speaking of true love, this is my boyfriend, Nick. It F's me up how much I really like him. My family's throwing me a birthday party after school. Nick is totally freaked out having to meet my family for the first time. But I'm even more freaked out for him to find out about my family. Because even though they're the most amazing ever, some of our traditions are a little unusual. Nick's already so sweet to never complain about my ginormous fat butt. If he finds out I'm the number one world's biggest weirdo, he might not stick around. I'd be so sad. I think I'd seriously cry forever. Oh no! I'm totally late! I was supposed to meet him before school! I'm so lame. Ugh! I hope Nick isn't mad. That's about the worst thing that could ever happen! Ja, und das Schlimmste, was uns passieren könnte, ist natürlich, dass wir hier im Let's Test versagen. Aber ganz kurz, hallo und willkommen hier bei Let's Test Lollipop Chainsaw, wo wir mit Juliet ein wenig durch die Gegend rabiatisieren werden. Wir haben es ja bereits gezockt in der Let's Play Together Show am Freitag um 18 Uhr. Ist schon ein paar Wochen her, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Aber es wurde auf jeden Fall Zeit, dazu mal ein kleines Let's Test rauszuhauen, weil wir sind doch im Grunde unseres Herzchens alle kleine hübsche Mädchen mit Kettensägen. So, was machen wir denn als erstes? Die Schwierigkeit setzen wir mal... Ja, komm, lassen wir hier auf leicht. Machen wir mal fürs Let's Test, machen wir es auf leicht, damit wir möglichst weit kommen. Juliets Zimmer, da können wir uns so ein paar Sachen angucken, die wir schon gemacht haben hier im Spiel. Ich habe das noch nicht so weit gespielt, also so viele Sachen habe ich nicht freigeschaltet. Option lassen wir auch mal. Machen wir einfach mal direkt den Spielstart. Ladedaten. Vom letzten Checkpoint neu anfangen. Nö, einfach von vorne. Wäre schön. So, wir haben ja schon freigeschaltet Highschool und Parking. Mit Y kommen wir zu Juliets Haus. Das gucken wir uns gerade mal an. Oder nee, pass auf, wir machen erstmal Parking. Nee, ich gucke mir erstmal Juliets Haus an. Das habe ich noch nie gemacht. Juliet Zimmer, Kostüme. Ich glaube, ich habe schon Kostüm freigeschaltet. Nee, ich glaube nicht. Da haben wir nur das Cheerleader-Kostüm. Das ist alles, was da bleibt. Ich muss ein bisschen reden, damit wir keine GEMA-Probleme kriegen hier mit Lollipop. Das ist bei dem Shop auch immer so ein bisschen schwierig. Juliet Zimmer sparen wir uns einfach mal und wir gehen direkt in Parking. Ein ganz normales amerikanisches Schulmädchen. Diesen Level beginnen. Jawohl, wir sind alle ganz normale amerikanische Schulmädchen. Auf geht's. Achso, Ladedaten natürlich noch. Hier auf dem Fahrrad sind wir gerade unterwegs. Kauf seltene Artikel mit Platinmed. Was immer Platin ist. Ach, Platinmedaillen sollen das. Nicht Platinmed ist keine Medizin, das sind Medaillen. Übertrifft Dads Highscore. Ich weiß gar nicht, mein Dad hat gar keine Highscore, glaube ich.
Prolog. Jägerin Juliet Starling. This is so irritating. So, und damit geht's auch los. Herzlich willkommen nochmal hier zum Let's Test von Lollipop Chainsaw. Wie man sieht, das sind wir. Wir sind die Juliet. Das Lustige ist... Ach ja, ach so, ja, das Lustige ist, das haben wir in der Let's Play Show festgestellt, in der LPT Show, wenn man mit der Kamera zu weit nach unten geht und dann aus Versehen unter den Rock blinzt, hält ihr sich das so zu und das macht sie auch hinten. Hui, 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 hui. Wird schlecht. So, auf jeden Fall, jetzt geht's los. Gar nicht lange rumgezappel. Und wir öffnen mal die Türe, um zu gucken, wer dahinter auf uns wartet. Achso, jetzt natürlich, ihr müsst immer nochmal gucken mit den Buttons. Ich spiele ja mit dem Gamepad, das bin ich normalerweise nicht so gewohnt. So. Jeez, it sucks when things explode. Und die sind alle noch betäubt hier. Da können wir mal direkt ein paar Köpfe. So, ach, ein paar sind aber noch übrig. Und da müssten jetzt noch welche sein. Da kommen sie auch schon angescheißert. Yeah, bleibt mal schmeidig, Freunde. Ist doch für jeden was dabei. So. Also Ziel des Spiels ist natürlich, jetzt müssen wir erstmal zu unserem Boyfriend, zu Nick, dem heißen Nick, für den schnellen, fürs schnelle Geschick jedenfalls. Und wir müssen hier uns eigentlich nur Kombiherden vor allen Dingen. Oh, wir müssen uns durch Zombieherden durchschnetzeln und versuchen zu überleben, was nicht ganz so einfach ist. Aber zum Glück haben wir ja die Kettensäge dabei. So, Schnauze, ihr Penner! Ich bin ein niedliches, kleines Schulmädchen! Ich lasse mich doch noch von jedem angrapschen und beißen! Nur von meinem süßen Nick! Awesome! I'm still alive! Pretty! Zombie Nettles! Thanks, kid! Really great work! Did you get anyone else out? Be careful! So, wir kriegen immer Zombie-Medaillen dazu. Mit denen können wir später im Shop noch so ein paar lustige Sachen kaufen. Yeah! Whoa, Zombies suck dick at driving. Ja, Aussprache ist auf jeden Fall schön. Lustig ist übrigens, dass sie uns die ganze Zeit ihr Höschen in die Kamera hält und dann aber auf der anderen Seite hier mal den Hintern zuhalten. Naja, sag ich mal nix zu. Hier hat man noch... Nee, Medaillen hat man hier nicht mehr. Wie gesagt, die Medaillen müssen wir sammeln, um ins Kostümchen und alles Mögliche freizuschalten. Oh, ein Lolli! Oh, ein Lolli! Gib mir den Lolli! So. Und jetzt hier auch wieder die Tür auf. Und raus. Und jetzt gab es doch hier noch irgendwo die Medaillen. Die konnte man noch sammeln. Genau, ich erinnere mich. Bring jetzt nicht so viel, aber ich sammle trotzdem immer ganz gerne mal alles auf. Deswegen hauen wir hier auch mal die Automaten auf. Also Vandalismus an der Schule ist normalerweise ja nicht okay, aber wenn Zombies angreifen, kann man das mal machen. So. So, jetzt müssen wir die Viecher am Boden niederschnetzeln, das heißt, ich muss die anders angreifen.
Es gibt einmal den Schlag hier. Oh. Und dann gibt's noch... Au, nicht meine hübschen Beinchen. Die habe ich heute Morgen frisch rasiert. Ihr Schweine. Ihr Lüstlinge. Ich bin empört. So, da kommen weitere Lüstlinge. So, ach, ich hoffe, der Nick sagt nichts wegen unserem fetten Arsch. Ach ja. Ach du Scheiße. So, wenn man umzingelt ist, kann man auch einfach mal ein bisschen... Kann man mal einen Rücktritt, die Rückbremse treten. Oh, drei auf einmal. Geköpft. Das gibt sogar eine Silbermedaille. So, da kommen aber noch mehr. So, wie gesagt, wenn man umzingelt ist... Yeah! So, was ich sagen wollte, wenn man umzingelt ist, kann man auch mit Springen, kann man sich ganz schnell mal irgendwie hinter die Zombie-Horde oder sowas retten und dann hat man da ein bisschen Vorteile. Hier, ein Lolli. So, huch, Hilfe. Hier gibt es überall so Geheimräumchen, wo man was findet, das ist ganz gut. So, Zombie töten. 8 Stück müssen wir töten. Ach, na komm, spring zurück und dann los. Aua. Was wir auch machen können, ist zum Beispiel die Pompons rausholen und dann die Zombies ein bisschen betäuben. Mache ich eher selten eigentlich. Ich weiß gar nicht warum. Was? Was laberst du, ey? So, wir müssen auf jeden Fall den Mitschüler retten. So, zum Glück gibt's ja kein Friendly Fire, sonst wäre das schon lange tot. So, gerettet und jetzt hier nochmal den Zaun durch. Ach. Wieso steht da gerade Pom-Pom-Action? Ach, deswegen. So. Ich rette dich. Ich rette dich. Ich bin die süße Julie und ich mache hier alles platt. Au, 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 au. Au, 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 au. Lass mich. So, ach du Scheiße, der ist schon relativ angeschlagen. Yeah! Dreierköpf! Action-Ding-Scheiße! Ja, scheiß Schwulen! Kack-Mistviecher! Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schwule Zombies gibt. Uah! Ach du Scheiße! Ich frage mich gerade, ob Zombies überhaupt sowas wie... Naja, wie Liebe verspüren die ja nicht, eher Hunger. Gab's da nicht mal diesen einen Zombie-Film, wo die Zombies da so rumgemacht haben und dann so ein Zombie-Baby gekriegt haben? Und dann kam irgendwie die Zombie-Mutti. Yeah! Und wieder drei geköpft. Juhu! Yeah! Ich bin die Coole! So, aus dem Weg! So, der überlebt da hinten auf jeden Fall, das ist schon mal ganz gut. So, pom 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 pom. Ich bin das Pom Pom Cheerleader Girl und ihr seid jetzt geköpft. So, er hat überlebt, das ist die Hauptsache.
Just a second. Hey, it's Mom, Juliet. Hope you're taking care of yourself. Don't do anything stupid, okay? Das ist dieses völlig sinnlose Telefongespräch, was ich bis heute überhaupt nicht verstanden habe, was das überhaupt zu tun hat. So, ich laufe hier nochmal ganz kurz hinten hin. Ich weiß nämlich nicht, ob wir hier da haben wir nämlich was vergessen, siehste. Es lohnt sich immer nochmal hinten nachzuschauen, ob es da nicht noch irgendwie Münzen gibt, weil im Eifer des Geflechts, da ist ja, weißt du, hast ja wenig Zeit, dich umzuschauen. Und gerade bei so einer Zombie-Epidemie, da hat man es doch manchmal ein bisschen eiliger als sonst. Das Gute ist aber, dass hier hinten keine Zombies mehr angreifen. Das heißt, das sind keine Random-Spawns oder so. So, mal gucken. Hier hinten gibt es aber, glaube ich, gar nichts mehr, ne? Ich habe jetzt hier noch nie geguckt, soweit. Ist gerade das erste Mal, dass ich das mache. Aber vielleicht können wir die Mülltonnen umsensen. Juhu, es geht nicht. Naja, hat sich ja richtig gelohnt. Was ist das für eine geile Karre hier? Ach, das ist ein Ghetto-Blaster. So, kann man die Dinger vielleicht umhauen hier? Nein, geht auch nicht. Na gut, schade. Hätte ja sein können, da hinten ist noch so ein... Kann ich die Tonne kann ich, glaube ich. Ah, nee, das ist der fürs Ding. Na gut. Hilfe. Hilfe. Ich bin ja auf dem Gamepad immer so ein bisschen... wie der Sarazar. Ich bin da so ein... Ja, ja, ja. Das mit dem Shopping lassen wir mal lieber. Wir brauchen momentan gerade eh nichts. Und da drin, ich möchte nicht riskieren, das ist der Shop, ich kann das mal ganz kurz öffnen. Aber hier läuft GEMA-Mucke mit der Lollipop-Mucke. Dumm, dumm, dumm. La 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 la. Schnuppe die Bappen, bieben, bie, ich sing hier einfach drüber, damit die GEMA mich am Arsch lecken kann. Schubidubi, leckt mich doch, GEMA-Scheiß, leckt mich doch, GEMA-Scheiß, leckt mich doch, GEMA-Scheiß, leckt mich doch, GEMA-Scheiß. Soll ich das jetzt kaufen oder lass ich's lieber sein? Ich weiß es nicht und ich entscheide mich für nein. Da. Platin-Medaillen. Ach, die kann man sich auch kaufen, das wusste ich gar nicht. Pass auf, ich kaufe das mal doch einfach. Die Klamotten, einfach damit wir es fürs letzte Test haben. So, so, jetzt haben wir Neckholder-Top und Hotpants. Ich weiß aber nicht genau, wie ich das anziehen kann. Abbruch. Und, wir haben es nicht... Wir haben es nicht automatisch an, ne? Nein, scheiße! Jetzt habe ich aus Versehen... Scheiße! So, kann ich hier vielleicht... Menü, wie koche ich Zombies? Coole Musik, Optionen. Juliets Zeug. Ich habe nämlich aus Versehen gerade, dass dieses... mit der Musik, das ist der Invincible Mode. Da läuft sie halt amok und kann sofort auch große Zombies, kann sie mit der Kettensäge mal einfach kaputt schlagen mit einem Schlag. So, Sammlung. Tab wechseln. Zombie-Junge, Zombie-Mädchen. Aha, aha, das ist ja toll. Können wir das auch aktivieren? So... Urin und cool. Ne, unrein und uncool. Kirsche, Kirsche, macht keine Dummheiten. Ich weiß nicht, wo ich die Klamotten wechseln kann. Das würde ich jetzt gerne mal machen. Option, coole Musik, wie koche ich Zombies? Morikawas Buch für Zombiejäger. Zombiejäger-Kombis für Anfänger, für Meister. Hey, Rasai! Okay, coole Musik ist was? Ah ja, 5 Meter zu Juliet. Aha, mein Freund ist ein Zombie. Ja, spiel doch mal. Okay, Hintergrundmusik. Vorschau. 5 Meter zu Juliet! Ich laufe Meter! Ah, ich hab keine Schuhe an! Da liegen Glasscherben! Und ich schneide mir den Fuß bis zum Knie auf! Und keine Ahnung. So, auf jeden Fall, hier wollte ich wieder raus. Jetzt sind wir hier gerade im Invincible Mode, was total scheiße ist, dass wir den aktiviert haben. Den brauchen wir später nämlich noch dringend. Na gut, vielleicht kriegen wir den bis dahin wieder. Jetzt! Ah, scheiß Tür, geh auf! So, und jetzt genau, jetzt ist er vorbei, wo wir den eigentlich noch brauchen könnten, weiterhin. Ach, hier kann ich die Kamera nicht verstellen. Ich werde niemals ein Mädel sein! Hier haben wir nämlich zum Beispiel die erste Obertante. Au, 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 au! Aua, aua, aua! So, erstmal die kleinen Zombies natürlich. Erstmal das Fußvolk weg. Drei in einer Reihe.
Scheint ein Hobby von mir zu sein. Mehr als 4 habe ich aber auch noch nicht geschafft. So, erstmal die Beine wegflexen. Woo! Und wir haben... Duschback. Wir haben Michaela erfolgreich umgeklopft. Und hier die knutschenden Zombies. Da kenne ich gar nichts, ihr ekelhaften Fritten. Lecken die hier einfach hinter der Schule rum. Ich glaube, es geht los. Das ist doch nicht redlich, liebe Freunde. Und runter da. So, hier gab es auch noch ein paar Münzen. Die holen wir uns natürlich auch. Und hier... Rohre beiseite und weiter geht's. So, hier nach links geht's nicht. Nee, das heißt hier die Straße runter. Und sofort geht's wieder los mit Zombie-Angriffen. Ich laufe nicht zu weit nach vorne. Na los! Ach scheiße, ich verwechsel immer mit den Tasten. Aber so geht's natürlich auch. 4 Zombies! Ich bin so hip! Ich lass dich doch nicht... Oh, du Drecksack, kleine Misthöhle! Nein, geh runter, 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 geh runter! So, das macht die Julie mich sonst sauer! Ihr scheiß miesen Bitches! Ihr werdet meinen Papa nicht vögeln! So! Euch zieh ich die Muschi bis zur Halskrempe! Mit der Kettensäge natürlich. So, gleich ist ja aber Ruhe im Schacht. OMG! Komm, die machen wir jetzt mal kaputt und dann schneiden wir hier mal die Beine weg. Woraufhin der Kopf weg ist. Na gut. 26, alle 26 sind kaputt. Die kriegen wir leider nicht kaputt hier, die Recyclingtonnen, aber die da hinten kriegen wir kaputt. Und bald muss ich mal an einem Lolli nuckeln. Die Julie schwächelt schon ein bisschen, so nach und nach. So. Natürlich nicht. Und hier haben wir George, den wir vorhin gerettet haben. Jetzt reicht's mir aber, du scheiß fucking George. Kann ich nämlich die Beine wegsensen, wie den anderen auch? Nee. So, du bist ewig. Und jetzt kommen die nächsten. Jetzt kommen diese komischen... Ich weiß gar nicht, was das für Viecher sind. Hört sich an wie ein Muppet auf Drogen. So, ihr scheiß Fraggles. Die sind aber schon ein bisschen härter auch. Uah. Na los, na los, na los. Na los, der eine ist gleich weg. Yeah. Und der nächste. So, eigentlich hätte ich hier gleich mal den Special Move machen können. Geht das eigentlich? Yeah. Yippie. Atomeier in der Hose, damit kannst du mich aber nicht beeindrucken, Alter. Ich hab da Plutoniumkapseln. So.
Und auf geht es. Please be okay. Auf geht es zu Nick, unserem hotten Boyfriend. Aber erstmal schmeißen wir uns natürlich einen Lolli rein. Lecker. Nick, wo bist du, kleiner Nickmann? Nick? Nick? Nick, are you here? It's okay to come out. Nick? Oh, please. Nick Carlyle. Shit! Are you okay, Juliet? Yes, I... Are you? One bit me. Just a little bit. I don't know what that means. What does it mean? Huh? It can't be. I feel it in me. I'm gonna become one, huh? Fuck. I'm screwing up your birthday, aren't I? I'm sorry, Juliet. I don't wanna fuck up your birthday. My birthday? Don't worry about that. That's the dumbest thing ever. Listen. I know it's stupid. We just started getting serious, but... I wanted you to know. I know I've never said it or anything, but I kind of, sort of, you know, love you. Oh, I fucking love you. Oh. Nick. Ende. No, there's something we can try. It's the only chance we have to save you. Juliet? What the fuck? I love you too, baby! So süß! Ja, gute Idee. Okay, denn. Was? D-Plus-Zombie-Medaillen? Was? Was? Das ist ja Versuche Null. Cool. Naja, immerhin. Abschlusszeit Glitzerjagd. Habe ich zu wenig Glitzer gemacht? Platin-Medaillen, C-Plus... Da muss ich ja wohl noch ein bisschen üben, wa? Aber naja, egal. Fürs Let's Test reicht's ja auf jeden Fall. Ja, und was ich sagen wollte. Bei einer Zombie-Invasion, wenn ein geliebter Mensch gebissen wurde, einfach mal den Kopf abtrennen und mitnehmen. Kann ja nicht schaden. Wenn er anfängt zu gammeln, ist scheißegal. Rede trotzdem mit ihm. Manchmal auch ein kleiner Zungenkuss. Das hebt die Stimmung. Gesamtrang C+. Boah, ich glaube, ich gehe auch gleich mal jemanden köpfen. So, da waren wir gerade. Jetzt gehen wir mal in die Highschool. Als nächstes. Was geschah an der San Romero High? Ist doch das Richtige, wo wir jetzt hin müssen, ne? Finde tolle Musik und erstelle dein eigenes AGM-Album in coole Musik, ja? Oder lass es einfach. So, Ladebildschirm hier für Glitzerjagd. Toll, den Tipp wollte ich wissen. Was geschieht? Nick! Oh. Julia? What? Am I okay? Yeah. Basically. I feel okay. I feel good. Julia, I'm not a zombie. Not at all. What? Oh, no. Nick, I had to. Oh, God. Oh, fuck. Oh, God. Where's my fucking body? Oh, fuck. Don't get mad. I didn't know what to do. How am I still alive? How am I still talking without a fucking thorax? I performed a magical ritual on your head. It was really hard. And I don't mean to be a jerk, but I think maybe just a little bit of appreciation is in order. If I didn't chop off your head, the venom would have totally seeped into your brain and turned you into a zombie. Juliet? How? How do you know how to perform a magical ritual on my decapitated head? There's some stuff I didn't tell you before, okay? I didn't want you to think I was weird. I'm kinda, sort of,
I... What? Juliet? Don't know how to say it exactly. Zombies! Zombies! Come here and kill us now! I'm a zombie hunter. What? Don't hate me. Was passiert denn, wenn die jetzt mal furzen muss oder so? Ich meine, der hängt doch da echt ungünstig. Hey, this is making me dizzy. We'll pick up some antacids later, Nick. Right now we have to kill these guys. Schule aus. Wir gehen nach Haus. Wie er da hängt am Arsch. Das ist aber auch so ungünstig einfach. Sieht so scheiße aus. Something exploded. What the hell was that? Mein Burrito, den ich letzte Nacht gegessen habe, der ist gerade explodiert. Mr. Fitzgibbon! I'm Fitzgibbon, bitch! We've got a math test to do! Oh. This kind of math sucks! Ja, um über den zu springen, das wissen wir ja schon. Komm ich zu spät zum Unterricht? Hab ich was versäumt? Ich räume mir mal ein bisschen auf, ich habe auch Tafeldienst, ihr Penner! Na los, komm schon. Und nochmal. Jetzt ist sie weg. Habe ich bestanden? So. Halt, halt. Hier durch. Hier durch. Welcome to the... Was? That's royally effed up. Cool. Zombie-Bomberfest ist natürlich auch geil. So ein bisschen das neue Oktoberfest und die Zombies machen Graffitis, finde ich natürlich auch fett. Coole Zombies hier, will man gar nicht umbringen. Oh weia. We should help them, right? Don't worry, I'll take care of them. Wie um alle? Na ja, komm, dann wollen wir mal. Ich bin hier der Hausmeister und ich halte die Flure sauber. Yeah. Let's go hang out after school. Wie Hangout after school? Ich habe einen Freund mit dabei, der baumelt bei mir lustig am Arsch herum. Da treffe ich mich doch nicht mit anderen Jungs, also ernsthaft. So, haben wir noch was vergessen, was wir ausräumen können? Nee, ne? So, ich würde sagen, jetzt haben wir Bio, gehen wir mal hier rein. I fucked up my math test. I need help. Ja, ich komm doch schon. Julian ist da, um euch alle zu retten, ihr Penner! I never thought I'd be saved by someone with such great tits. Ich werde nur auf meine Brust reduziert! So, scheiß Schule! Kann man das eigentlich überhaupt noch machen? So ein Spiel, wo man mit einer Kettensäge durch die Schule läuft, ist das überhaupt noch okay? So, ach, guck mal.
So, der Freund sagt aber auch nichts. Er müsste auch langsam kotzen. Ah, nee, der hatte keinen Magen mehr. Hey, it's Mr. Fitzgibbon again. Lehrer-Zombies sind die schlimmsten. Finden ihre Schwachstellen heraus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie sind Lehrer eigentlich stärkere Menschen als Schüler? Verrat mir das mal. Yeah! Das. Oh nein! Mein Notendurchschnitt ist versaut! Oh oh. Oh oh. Ach du Scheiße. Aha. Suizid-Zombies? I think that zombie seriously had dynamite strapped to it. Why would somebody do that? Das frage ich mich aber ernsthaft auch. Also mal ernsthaft, wer sollte einem Zombie Dynamit umbinden? So, hier ging es nicht mehr weiter, aber hier können wir nochmal ganz kurz die Schränke auseinandernehmen. Halt, Münze her! So, wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Halt, die nehme ich auch noch mit. Und da unten die Dinger auch noch. War nichts drin, aber hätte ja sein können. So, wir müssen jetzt hier. Yeah! Woo! Ich komme! Doch nicht! That'll make the 5 o'clock news. So, können wir nicht durch die Fenster springen? Na gut, dann zerteile ich da hinten irgendwas. Der Polizist ist leider geliefert. Oh oh, irgendwas rumpelt und pumpelt in meinem Bauch herum. Huch, nein, will ich nicht. Ich wollte nach unten. Nein, was ist das denn da? Oh oh. This zombie might work. Hey, Nick, we need to break through that wall. Can you give me a hand? Yeah, right. I don't have a hand to give. Well, not yet, but that spell I cast on you gives you some magical powers. What? Like, maybe I can connect you to this zombie's body and you can temporarily use it. Huh? Stecke Nix Kopf auf kopflose blaue Zombies und starte so ein Minispiel. Wie geht das mit A? Just like this. Damn. Damn. Whoa. Ach. Ach, scheiße, ich kann das gar nicht. Lame. Ach, Mist, ich zacke so, weil ich die... Was? Hä? Verstehe ich nicht. Warum ist das Spiel jetzt vorbei? Ich habe nur ein paar Knöpfe falsch gedrückt. Das ist ja merkwürdig. Das Problem ist, dass ich das Xbox-Pad oder überhaupt ein Gamepad, die kenne ich ja alle nicht so, weil ich bin ja PC-Zocker. Da muss ich immer erstmal gucken. Bei der Glitzerjagd tötest, bekommst du einen Bonus. Ach, die Glitzerjagd ist das, wo sie Amok läuft. Okay, gut zu wissen. Nick-Tickets können dir ausschließlich pipapo. Ich hoffe, ich muss das Ganze jetzt nicht normal machen. Och nö. Oh. Julia? What? Ich muss doch jetzt nicht das ganze Level, doch, muss ich. Oh, oh, come on! What the fuck is going on here? Hey, it's making me dizzy! We'll pick up some antacids later, Nick. Right now we have to kill these guys. Yeah! Yeah! Das ist jetzt doof, dass man das alles normal spielen muss. Was? Telefon? Wie kann ich denn da rangehen? Ich habe keine Ahnung, wie ich ans Telefon rangehe, aber na gut. Zumindest hat es gerade geklingelt. So, ich räume nochmal ganz kurz auf für ein paar Münzen. Okay, Mülleimer geht nicht. Und Münzen geht auch nicht. Ach komm, ist egal.
Something exploded. What the hell was that? Hallo, ach so, falsche Tür. Bla 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 bla. Mr. Fitzgibbon. Ach. Deswegen Self-Destruct Tutorial. Da wird den Zombies beigebracht, wie man sich selber umbringt. Finde ich aber gut, dass Zombies heutzutage noch was lernen. Das war ja nicht immer so. So. So, dann schnetzen wir uns da durch. Du kriegst auch was, du Muschi. Und hier einfach mal auf den Kopf. Huch. Jetzt reicht's aber. Jetzt, Alter, greif doch nicht mal an, wenn ich gerade am Machen bin. So. Los, verpiss dich. Okay, also nochmal. Jetzt gehen wir hier mal ein bisschen schneller durch, damit wir nicht alles... Ja, ja, sieht super aus. Ach so, to the Bomber Fest, deswegen. Ja, ich komme ja schon, ich komme ja schon, ich komme ja schon. So, ist ein bisschen doof, dass wir das alles normal machen müssen. Das ärgert mich ein bisschen. So, und der nächste bitte. So. Gleich ist der Flur wieder sauber und jetzt... Oh, scheiße, ist er schon fast tot. Da habe ich mir wohl zu viel Zeit gelassen gerade, wa? Ja, 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 wissen wir ja. So, der will auf jeden Fall nicht mehr outhängen mit uns. Let's go hang out after school. Und wirft mir Geld hin. Ich bin doch keine Nutte, du Arsch. I fucked up my math test. I need help. Ja, 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 komm. Leichteste Übung. Piece of cake. I never thought I'd be saved by someone with such great tits. So. Die prächtigen Titten begeben sich jetzt mal wieder auf den Schulflur. Und jetzt treten wir mit letzter Tür ein. Natürlich mit den Brüsten. Hey, it's Mr. Fitzgibbon again. Ach Mist, jetzt habe ich auch gar keinen Sparkling-Scheiß mehr. Hör, lass mich! Das war Mr. Gibbons. Und da kommt der schlurfende TNT-Zombie wieder. Ja, 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 komm, explodier schon. Taliban! Tragisch. So. I think that zombie seriously had dynamite strapped to it. Why would somebody do that? Immer noch blöd, dass wir von so einem Minigame kaputt gegangen sind, muss ich ja mal sagen. Bam! So, das war das. That'll make the 5 o'clock news. Und jetzt muss ich mir das Gamepad mal hinhalten, damit ich die Farben sehe. Scheiße, ist auch zu dunkel hier gerade.
Na, ich mach doch. Mann. So. This zombie might work. Hey, Nick. We need to break through that wall. Can you give me a hand? Yeah, right. I don't have a hand to give. Well, not yet. But that spell I cast on you gives you some magical powers. Me. Like, maybe I can connect you to this zombie's body and you can temporarily use it. Huh? So, stecke nix Kopf, das kennen wir ja schon. Die kann ja auch nix Kopf auch mal zwischen ihre Beine stecken. Entschuldigung. So, grün. Grün, blau, rot, gelb. Hua! Whoa, it's... Whoa, this feels weird. I'm blue and stuff. Yeah, diesmal hat's geklappt. So, und da war Nick wieder voll am Arsch. The very best kind too. Und weiter geht's. Hier kommen wir shoppen. Nick, look. If I use this ticket, I can totally use your cool powers. Whatever, dude. Was? Welche cool Powers denn? I found something. Das Nick-Ticket. Ich weiß nicht, wie man Telefongespräche an dem Shop-Menü öffnen. Können wir immer noch. Und wieder muss jemand gerettet werden. Mit Nick-Tickets kannst du Nick-Roulette spielen. Versuche dein Glück mit L. Ach so, ich dachte, das rollt noch aus. Scheiße. Ist natürlich gut, wenn man überhaupt nicht weiß, wie es funktioniert. Yeah! 303! Ach, das waren sie schon alle. Komm, dann helfen wir mal dem guten Mann da hinten. Was willst du denn, du Ficker? Uh-oh. Halt! Nein! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Huch! Ach, schon wieder drei! Keep it funky, yo! Ihr crazy bitches! Yeah! Thanks a lot! To the chair with you! What's the deal, dude? Zombie cop. Fucking lame. A zombie with a gun? No fair! Au! Halt, 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 lass mich! Das war Rune! Sterben tut so weh! Erhalt im Zombie-Album mehr Infos über getötete Zombies. Das ist ja wie ein Pussy-Album, wa? Ein Pussy-Album. So, komm, sammeln wir mal ein bisschen Kohle ein. So viel Zeit muss sein. Obwohl, ich mache ja kein Let's Play gerade, fällt mir gerade auf. Da muss die ganze Kohle ja eigentlich nicht sammeln. Na komm, dann hauen wir ab. So, yeah! So, machen wir hier ein schönes Loch rein. Wie no? Boah, wie mies. Their bodies are wrapped with bombs. We need to hit them and run away before they explode. Come on! How was that fun? So. Nummer 1 ist explodiert und Nummer 2. Yeah. Tschüss. Nein, bleib weg. Gott sei Dank. Halt jetzt hier hoch. Ach du Scheiße, diese Busse hier überall. Oh mein Gott. What the heck is this? Oh. Juliet, baby, no.
Alter, ich hab doch gerade genau gemacht, was da stand. Naja, schade. Ist egal. Komm, belassen wir es dabei. Das war auf jeden Fall Let's Test Lollipop Chainsaw. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, so wie ich gerade. Das Spiel an sich, was soll ich dazu sagen? Man sieht es ja, es macht auf jeden Fall brachial viel Spaß. Ein bisschen nervig ist das mit den Checkpoints. Wenn ich jetzt wieder anfangen würde, müsste ich bestimmt die ganze Schule nochmal machen. Das ist ein bisschen mega ätzend. Aber ansonsten ein sehr, sehr lustiges Spielchen. Zwar viel mit rosa Glitter, Herzchen, Pipapo, aber dazu natürlich blutig Zombies, Splattertime. Das heißt, auch wir männlichen Zeitgenossen müssen uns nicht davor schämen, unser Röckchen anzuziehen, unser Knappes, ein bisschen mit der Hüfte zu wackeln und gegen die Untoten anzutreten. Auf jeden Fall ein super lustiges Spiel, macht immens Laune. Ich habe es auch so privat schon ein bisschen rumgezockt, soweit ich Zeit hatte. Nicht sehr weit, wie man sieht. So weit wie jetzt war ich übrigens noch nie. Aber auf jeden Fall extrem, extrem empfehlenswert und ich bin gespannt, ob es zu sowas noch Nachfolger geben wird. Ob so ein Spiel auch noch Potenzial für Nachfolger haben wird und dann hoffentlich auf jeden Fall mit mehr Gelegenheiten zu speichern. Gespielt hat man das Ganze übrigens auf einer Xbox 360, das fiel vielleicht auf, auch wegen der Knöpfe und so. Tja, und ansonsten, was bleibt mir zu sagen? Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Let's Test wieder, da machen wir jetzt ja regelmäßige Reihen, wo wir einfach irgendwelche Spielchen anzocken, ganz willkürlich irgendwelche Titel, es muss nichts Großes sein, es muss nichts Kleines sein, einfach was einem so unter die Flinte kommt, wir zocken's an, ein Stündchen mit dem Spiel und dann mal schauen, wie weit wir kommen immer. Schade, dass wir hier so viel neu spielen mussten, aber das war, wie gesagt, das größte Manko mit den Checkpoints, auf jeden Fall ansonsten ein sehr solides, sehr lustiges, sehr abgedrehtes, naja, Hack and Slay kann man sagen, Third Person Shooter ist es ja nicht mehr, Slashing. Third-Person-Slasher, kann man sagen. Ja, Slasher. Gefällt mir gut. So. Auf jeden Fall, in diesem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns wieder im nächsten Let's Test, im nächsten Let's Play. Und ihr seid auch weiterhin dabei. Bis dahin, Tschüssikowski.